Borreliose ist eine chronisch entzündliche Krankheit, die den gesamten Organismus betrifft. Man nennt sie auch Multisystemerkrankung. Diese wird häufig von Zecken übertragen. Gelangen Borrelien, so heißen die Bakterien, die die Borreliose verursachen, in den menschlichen Körper, werden Antikörper produziert. Während bei einigen Menschen die Antikörper erfolgreiche Arbeit leisten und somit verhindern, dass sich die Borrelien im Körper ausbreiten, entwickeln andere vielfältige Krankheitssymptome. Diese treten häufig erst nach Wochen oder Jahren nach einem Zeckenstich auf, wo dieser schon längst vergessen ist. Die Symptome sind sehr vielfältig und reichen von Fieber über Kopfschmerzen, Binnenhautentzündungen bis hin zu Lymphknotenschwellungen. Es kommen aber auch Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, Entzündungen der Gelenke, des Nervensystems, Sehstörungen, Depressionen oder auch halbseitige Gesichtslähmungen vor. Ein springender Gelenkschmerz ist auch sehr häufig Zeichen für Borreliose. Das heißt, ich habe heute zum Beispiel im linken Zeigefinger Schmerzen und morgen im rechten Fuß. Borreliose stellt man anhand einer Blutprobe fest. Hat man Borrelien in seinem Körper, entwickelt dieser Antikörper gegen die Borrelien, die dann versuchen, gegen die Borrelien zu kämpfen. Mit sogenannten Borrelien-Antigenen kann man feststellen, ob der Patient Antikörper bereits im Blut hat. Und in einem weiteren Testschritt werden dann die Antikörper sichtbar gemacht. Leider nein. Die häufig eingesetzten Tests heißen ELISA. Diese sind aber sehr ungenau und können daher falsche Ergebnisse liefern, weil sie nur auf einen Borrelienstamm testen. Möglich ist also, dass ein Patient von Borreliose betroffen ist, dieser Test aber dennoch negativ ausfällt. Diese Ergebnisse nennt man dann falsch negativ. Jeder Test hat nur ein bestimmtes Antigen zum Testen von Borreliose. Es gibt aber zahlreiche Arten von Borreliose und damit unheimlich viele Arten von Antigenen und auch Antikörpern. Das heißt, wenn ich auf A teste, kann ich B und C nicht finden. Stellen Sie sich also vor, eine Frau ist schwanger und der Arzt testet grundsätzlich nur auf Jungs. So ist es auch mit den Borreliose-Tests. Zum anderen nutzt jedes Labor andere Testkits und somit können also in einem Labor die Ergebnisse negativ ausfallen, im anderen allerdings positiv. Einfach weil man andere Antigene und andere Testkits einsetzt. Wir können ein sehr breites Spektrum an Einzeluntersuchungen und Testkombinationen nutzen. Insgesamt halt mehr als 16. Deshalb auch der Name B16+. Dadurch wird eine viel zuverlässigere Diagnose und höhere Erkennungsrate von Borrelioseinfektionen möglich. Anders als das bei normalen Standardtests der Fall ist. Die Chance, ein richtiges und aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, steigt dadurch enorm. Zudem wird eine gezielte Überwachung und Nachkontrolle der Erkrankung möglich. Das B16-Testverfahren ist wissenschaftlich fundiert und auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse. Das hat zwei Gründe. Zum einen der Kostendruck der Krankenkasse, weil die Standardtests halt günstiger sind. Zum anderen sind die großen Routinelabore, die ja unzählige andere Untersuchungen durchführen, nicht unbedingt darauf spezialisiert. Wir machen nur ein sehr kleines Spektrum und konzentrieren uns eben auf Borreliose und Co-Infektionen. Daher können wir auf diesem Gebiet eben so genau arbeiten. Und bei uns wird alles in Handarbeit erledigt. Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft empfiehlt hier eine mindestens dreimonatige Behandlung mit Antibiotika, um die Borrelien vernünftig zu bekämpfen. Allerdings hat jeder behandelnde Arzt andere Ansichten, Erfahrungen und Behandlungswege. Es gibt auch Ärzte, die auf naturheilkundliche Mittel wie Pilze und Kräuter setzen. Welcher Weg aber hier der richtige ist, muss jeder mit sich selbst und mit seinem Arzt oder Heilpraktiker gemeinsam entscheiden
und sich danach richten, was bei ihm besser anschlägt oder was die betroffene Person besser verträgt. Grundsätzlich sollte man hinsichtlich der Therapie zwischen Früh- und Spätinfektion unterscheiden. Das kann man nicht genau sagen. Bei rechtzeitiger Therapie im Frühstadium geht man davon aus, dass es eine Heilungschance von weit über 80% gibt. Man sagt, wenn jemand 2 Jahre keine klinischen Symptome hat, dann einen Test durchführt, der negativ ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Betroffene geheilt ist.